So, und jetzt schläfst du und träumst was Schönes und morgen kaufen wir dir was Neues zum Anziehen, ja? Ja, ich bleibe bei dir, bis du eingeschlafen bist. So, Schwester Hanna, sie hat die Kleine ins Bett gebracht. Hoffentlich merkt Agnes nicht, dass wir ihren heiligen Kirschkuchen gegessen haben. Hast du es dir so vorgestellt? Dein Leben als Novizin? Naja, vielleicht nicht so turbulent. Nur ich bin froh, dass es so ist. Aber dein Leben früher, das war so ganz anders, oder? So glamourös. Warst mit berühmten Leuten zusammen. In den schönsten Hotels, auf schicken Yachten. Ja. Und? Feierst Partys mit irgendwelchen coolen Leuten. Also, zumindest glaubst du, dass sie cool sind. Kommst du nach Hause und fühlt sich irgendwie leer. Also trinkst du beim nächsten Mal noch mehr Alkohol, um besser drauf zu sein. Schläfst mit irgendwelchen Typen. Noch mehr Leere, noch mehr Einsamkeit. Ist alles so oberflächlich und belanglos. Ja, und dann kommen irgendwann Drogen dazu. Noch mehr Party, noch mehr Alkohol, noch mehr Jungs. Noch mehr Leere und Einsamkeit. Ja. Und warum willst du unbedingt im Krankenhaus arbeiten? Weil ich es jemandem schuldig bin. Ihr seid noch wach? Wir konnten nicht schlafen nach dem aufregenden Tag. Danke. Komm. Und wie geht's Trishas Vater? Gut. Also, er wird noch eine Weile im Krankenhaus bleiben müssen. Und wie geht's jetzt weiter? Bleibt sie bei uns? Vorerst ja. Tja. Die arme Kleine. Die ganze Zeit hat sie meine Hand festgehalten. Und dann ist sie eingeschlafen mit ihrem Köpfchen auf meinem Schoß. In der Warteecke in der Klinik. Und dieses Gefühl, so ein kleines Wesen im Arm zu. Gehen wir schlafen. Morgen wird sicher ein harter Tag. Ich mach das Licht aus, ja? Gute Nacht. So habe ich Anna noch nie gesehen. Vielleicht sehnt sie sich nach einem Kind. Sie ist eine Nonne. Ja und? Deswegen bleibt man doch trotzdem eine Frau. Das macht mir bloß keine Angst. Jetzt gehen wir in mein Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Da will man einmal was Gutes tun. Und was tust du? Schmeißt mir einen Prügel nach dem anderen zwischen die Beine. Ja? Meine, deine Nönchen, nein, Ehren, aber die musst du zurückpfeifen, ja? Genug gelacht. Meine ich, lieb Kaltenthal, lieb dieses Kauf genauso wie mich selber. Aber du musst was tun, Herrgott. Ja? Gib ein Zeichen. Oder, ja, mach irgendetwas, was du tust, in so einem Fall. Hauptsache, die Schwester Hanna hört auf, mir ewig in mein Handwerk zu pfuschen. Ja? Gegensatz, bin ich gerne bereit, auch was zu tun? Neues Kirchendach zum Beispiel? Oder Spende an den Papst? Scheißegal. Sag mal, das darf jetzt nicht wahr sein, lieber Gott, oder? Danke. Guten Morgen, Schwester Hanna da? Die ist im Haus. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Das ist mein Dienstgesicht. Ich habe kein anderes. Meier, guten Morgen. Was Morgen. Machen Sie denn für ein Gesicht? Schwester Agnes. Ah, Schwester Hanna, einen Moment. Kann ich Sie kurz... Oh, Herr Meier. Und vier Augen sprechen? Reden Sie ruhig. Wie Sie meinen. Der Vater von der Kleinen heißt nicht Bruno Schmidt, sondern Bruno Dietz. Und wird unter anderem wegen Betrugs, genauer wegen
Fälschung von Antiquitäten oder so und wegen Ladendiebstahls gesucht. Nein. Leider ja. Das heißt, sobald er transportfähig ist, wird er ins Gefängniskrankenhaus nach München überführt. Und die Kleine... wird vom Jugendamt in ein Heim gesteckt. Nur über meiner Leiche, Herr Meier. Schwester, bis eine geeignete Pflegefamilie gefunden wird. Die Gebärdensprache beherrscht, das kann doch ewig dauern. Nein, die Kleine bleibt bei mir. Teilen Sie dem Jugendamt mit, dass das Beste ist. Schwester, das hat Dr. Bürger bereits getan. Entscheiden tun trotzdem die und nicht Sie. Keine Angst. Der Polizist geht gleich wieder. Und wird sich erst wieder hierher trauen, wenn die Sache mit dem Jugendamt ins Reine gebracht ist. Ist das klar? Und jetzt mal ehrlich, Schwester, das klingt ja fast so, als wollten Sie die Kleine selber behalten. Warum denn eigentlich nicht? Also Trisha bleibt bei mir, basta. Oh. Jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Wie unmensch, jetzt gehen Sie endlich. Oh, dachte ich, tue Ihnen und der Kleinen einen Gefallen, wenn sie in geordnete Verhältnisse kommt. Aber bitte, dann schlagen Sie sich eben mit dem Jugendamt herum. Ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Wenn du ein gutes Wort für mich einlegst, dann klappt das bestimmt. Hm? Felicitas, hallo. Ich, Praktikum, Krankenhaus. Also, dass du ernsthaft Nonne werden willst, das nehme ich dir schon nicht ab. Aber du in einem Krankenhaus, keinen Tag hältst du das durch. Gut, dann hilf mir, sieh mich scheitern und freu dich darüber. Ich will nicht, dass du scheiterst. Lass es. Sei nicht so stur, Felicitas. Also pass auf, ich dachte, du rufst da an. Bleib da stehen! Nein, sag einmal, wir sind doch nicht im Militär. Manchmal ist es ein Kloster wie beim Militär. Gut, also hilfst du mir jetzt ja oder nein? Nervst du mich weiter, wenn ich dir nicht helfe? Definitiv, ja. Also gut, ich rufe im Krankenhaus an. Und jetzt lass mich in Ruhe! Danke, super, klasse. Tschüss. Felicitas! Felicitas! Sag mal, lebst du hier noch oder wie? Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Kloster Kaltentag? Ich bin's, Hildegard. Ist Hanna da? Kommt drauf an. Was soll denn das heißen? Ist sie da oder ist sie nicht da? Sie ist beschäftigt. Soll ich ihr was ausrichten? Na gut, die Baronin Mutter lässt anfragen, wie sich Tabea als Novizin macht. Sie hört so gar nichts von euch. Oh, das war's schon. Gelobt sei Jesus Christus. Guten Morgen. Ach, Sie sind auch mal wieder an Ihrem Platz. Wie bitte? Na, wo waren Sie gestern? Den ganzen Abend. Sie haben mir doch freigegeben. Ich? Ihnen? Ja, ich habe Ihnen doch von diesem jungen Künstler erzählt und gefragt, ob ich ihn in seinem Atelier besuchen darf. Ist das etwa eines seiner genialen Bilder? Ja, unglaublich, nicht wahr? Diese Kraft und diese herrlichen Farben. Sie haben dieses infantile Geschmiere doch hoffentlich nicht käuflich erworben. Infantiles Geschmiere? Entschuldigen Sie, mir fällt kein passenderes Wort ein. Und jetzt entfernen Sie dieses Gemälde und verbinden mich mit Bischof Rossbauer in der Klinik. Ich muss ihn dringend sprechen. Aber Herr Wöller taucht hier gleich auf. Der kann warten. Erst Rossbauer. Sonst noch was? Ihr Degas ist da. Oh. Sie haben es also doch gekauft. Sehen Sie, das ist ein Kunstwerk. Und von bleibendem Wert in diesen unsicheren Zeiten. Darf man erfahren, wie viel Sie dafür jetzt bezahlt haben? Leider nicht. Jedenfalls dürfte allein die Versicherung ein Vielfaches von dem kosten, was Ihr pubertäres Werk da draußen wert ist. Hm. Wie? Was sagen Sie? Nichts. Verbinden Sie mich, ja? Herr Sibylle, schaffen Sie bitte die Blumen hier raus. Sieht ja aus wie bei einer Beerdigung. Das Mutterhaus für Sie. Ja, Frau von Weinheim? Was immer Sie auf dem Herzen haben. Ich bin weder in der Stimmung noch in der Verfassung, mich damit zu befassen. Auch nicht, wenn ein gewisser Weihbischof Ihre Abwesenheit dazu nutzt, Sie zu entsorgen? Kalkbrunner? Eben derselbe.
Offenbar ist er zum Co-Adjutor ernannt worden und ist dabei, die Mitglieder des Konsultorenkollegiums für sich zu gewinnen, um sich als Weihbischof mit Nachfolgerecht in Stellung zu bringen, wenn sie zurücktreten. Zurücktreten ich? Wie kommt er denn darauf? Nun, er ist überzeugt, wenn ich Ihnen gut zurede, dass Sie sich dann auf Ihr alten Teil zurückziehen. Als Gegenleistung will er sich dafür stark machen, dass das Innenministerium sein Angebot für unser Mutterhaus zurückzieht. Ah, und Sie haben das natürlich angenommen. Richtig. Und hiermit kommt mein Teil der Verabredung und ich rate Ihnen dringend, sich von den Amtsgeschäften zurückzuziehen und sich Ihrer Gesundheit zu widmen. Danke, nehme ich zur Kenntnis. Privat und unter uns wünsche ich Ihnen allerdings noch gute Besserung und noch lange Jahre als Hirte in unserer Diözese. Oh, ich muss jetzt aufhören. Schwester Servus hat mir jegliche geschäftliche Tätigkeit untersagt. Und richten Sie seine Exzellenz aus. Wenn er noch einmal gegen die Anordnungen vom Herrn Chefarzt verstößt, dann lasse ich ihn in den Kühlraum im Keller verlegen. Da ist er völlig ungestört. Herr Sibelius, haben Sie Ihr Handy dabei? Ja. Gut. Dann verbinden Sie mich mit dem Nunzius seiner Heiligkeit. Und okay. Geben Sie mir noch eine von meinen Schmerztabletten, ja? Okay. Danke. Bitte schön. Wo ist er? Ja. Hier. Mein Wagen. Auto. Weil das ist ja wohl ein Witz. Das ist ein Elektroauto der neuesten Generation. Ein Prototyp sogar. Wissen Sie, was ich mit Ihrem Prototypen gleich mache? Ja, aber Sie wollten noch ein neues Image als Öko-Bürgermeister. Sie sind entlassen. Wirklich? Nein, schlimmer. Sie bleiben ein Lakai, ein Leben lang. Wo ist der Schlüssel? Steckt. Das ist eine Zumutung. Also, komm raus. Ah, hallo, Frau Laban. Grüß dich, Schwester. Wer ist denn die Kleine? Ah, das ist Trisha. Der Herr Wöller ist doch hoffentlich da? Nein, der ist in München bei ihrer Mutter Oberin und versuchte gerade das Schloss vom Grafen Sternburg anzukriegen. So. Ja, aber vielleicht können Sie mir helfen. Es geht um die Kleine hier. Das ist Trisha. Sie ist gehörlos. Und ihr Vater liegt mit einem komplizierten Beinbruch im Krankenhaus und soll ins Gefängnis überführt werden. Mein Gott, Schwester, dramatischer geht's wohl nicht. Ja. Das arme Kind. Und jetzt soll der Herr Meier auf Anraten des Jugendamtes mir die Kleine wieder wegnehmen. Bitte, Frau Laban, Sie müssen mir helfen, das zu verhindern. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, Schwester. Aber Herr Wöller ist der Einzige, der dem Kind helfen kann. Und das auch nur, wenn Sie sich eine Einwilligung vom Vater besorgen. Und zwar schriftlich, dass er mit dem Verbleib seiner Tochter bei Ihnen ausdrücklich einverstanden ist. Ach so. Ja, dann fangen wir doch am besten damit an. Komm, Wiedersehen, Frau Laban. Wiedersehen, Schwester. Ja, sagen Sie doch selbst. Ist das nicht ein Traummutterhaus? Ja? Und passend zu Ihrer Abstammung? Ja, das mag ja sein. Leider kann ich das Angebot nicht annehmen. Frau Baronin, läppische 3 Millionen und Sie sind alle sorgenlos? Herr Wöller, wir sind ein Orden, der sich der Armut verpflichtet hat. Wie sieht das denn aus? Ein Schloss. Und das in diesen traurigen wirtschaftlichen Zeiten. Ja, was ist das hier? Eine Hundehütte? Also hier wäre ich gerne Bernardinermönch. Benediktinermönch. Okay. Wenn schon. Und außerdem wurde uns das Gebäude geschenkt. Ja, dann schenkt Ihnen eben der Graf Sternburg sein Schloss. Wie bitte? Ja, offiziell natürlich nur. Wo der sein Geld herkriegt, das interessiert ja niemanden. Herr Wöller. Nein, passen Sie auf. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich lasse Ihnen diese Broschüre da. Klär das mit dem Graf Sternburg. In der Zwischenzeit bekommen Sie eine Schenkungsurkunde und im Gegenzug kriegt die Gemeinde Ihr Kloster. Sagen Sie nichts. Schlafen Sie einmal drüber. Nach 2, 3 Rosenkränzen sieht die Welt ganz anders aus. Ich meine, wir haben doch alle was davon. Der Sternburg ist ein Schloss los. Wir kriegen unser Wasserkraftwerk und Sie ein neues Domizil. Also, Baronin, wir sehen uns in baldiger Bälde. Gelobt sei Jesus Christus. So. Ja, wie? Ein Renoir? Ja, Herr Wöller. Ein Renoir. Genau. Wiedersehen. Einverständniserklärung. Ich, Bruno Dietz, zurzeit ohne festen Wohnsitz, erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter Patricia Dietz, geboren in München, am 15.04.2001 im Kloster Kaltental von Schwester Jakobi betreut wird, bis ich selbst wieder meinen elterlichen Pflichten nachkommen kann oder
eine passende Pflegefamilie gefunden ist, falls mir das Sorgerecht entzogen werden sollte. Pflegefamilie? Wieso denn das? Ja, also nehmen Sie das jetzt bitte nicht persönlich, aber ich möchte nicht, dass meine Tochter zur Nonne umgebaut wird. Also, Herr Dietz, was halten Sie von mir? So oder gar nicht? Ich glaube nicht, dass Sie in Ihrer Situation auch noch Forderungen stellen können. Sie haben mich belogen, Herr Dietz. Sie haben mir den gebrochenen Mann vorgespielt, der mit seiner Tochter weiß Gott wo lebt, weil ihn die Trauer um seine verstorbene Frau aus der Bahn geworfen hat. In Wirklichkeit sind Sie ein Betrüger, der sich vor der Polizei verstecken musste und Ihre Tochter muss darunter leiden. So sieht's aus. So? Oder ich unterschreibe das nicht. Und ich bin auf Ihre Tour reingefallen. Nein. Sie haben mich nur nie gefragt, warum ich es getan habe. Sie haben mir immer nur vorgeworfen, dass ich es getan habe. Also gut, warum? Wenn Ihnen ein Arzt sagt, dass es eine Therapie gibt für einen gehörlosen Menschen, den Sie über alles lieben, würden Sie dann nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen? Aber als, wie soll ich sagen, schwarzes Schaf ist man nun mal nicht gesetzlich krankenversichert. Trisha auch nicht. Aber soll man deswegen auf diese Hoffnung verzichten? Und deshalb haben Sie Antiquitäten gefälscht? Ich wollte einfach nur das Geld für Trishas Behandlung zusammenbekommen. Ich wollte nur das Beste für mein Kind, auch wenn das bedeutet, dass wir eine Zeit lang auf der Straße leben müssen, ja. Aber ein Kind braucht eine Familie. Und mit Verlaub, die können Sie ihr in Ihrem Kloster nicht bieten. Also entweder läuft es hier so, wie ich will, oder Sie werden sich nicht um meine Tochter kümmern. Grüß Gott. Grüß Gott, Schwester. Gertrud Strittmacher vom Jugendamt. Ich bin hier, um eine gewisse Patricia Dietz abzuholen, die laut Auskunft von Herrn Wachtmeister Meier bei Ihnen sein soll. Ja, das ist sie. Und das wird sie auch bleiben. Ja, also ich fürchte, diese Entscheidung liegt nicht bei Ihnen, sondern nach Klärung der Sachlage beim Familienrichter. Also bitteschön, wo ist denn das Kind? Die Kleine ist mit unserer Schwester Hanna unterwegs. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe einen Kirschkuchen im Ofen. Also bitte, Schwester. Dann kommen Sie doch am besten in 2 Stunden wieder oder morgen. Gelobt sei Jesus Christus. Da können Sie sich aber drauf verlassen. Seid doch endlich. Wieso gehen Sie denn nicht dran? Ich bräuchte Sie im Büro. Ja, tut mir leid, aber ab und zu darf ich auch mal müssen dürfen. Sagen Sie, ich suche den Brief vom Innenministerium. Was haben wir denn hier? Racheengel? Oh, ja, das. Moment, das bitte nicht. Das ist persönlich. Ja, das ist doch Ihr. Ja, mein Theaterstück. Genau. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass Sie trotz Ihrer künstlerischen Betätigung noch Zeit gefunden haben, den Termin mit dem Grafen Sternburg zu bewerkstelligen. Also, ich habe fertig. Graf Sternburg ist in Escott beim Pferderennen. Was? Ja, vor einer Woche wird er nicht zurückerwartet. Beim Pferderennen? Sag mal, hat der Mann nichts Besseres zu tun? Verzeihung, Herr Weller, bevor Sie sich hier häuslich niederlassen, Sie müssen ins Kloster. Ja, wieso? Schwester Hanna hat hier über eine Stunde auf Sie gewartet. Wo waren Sie denn eigentlich? Ja, ich war im Ministerium, wo ich erfahren musste, dass Sie den Antrag falsch ausgefüllt haben, ja? Den Antrag auf Fördermittel Energieeffizienz. Bitte, das verstehe ich nicht. Ja, aber was will die Nonne? Also, es geht um ein kleines, taubstummes Mädchen. Taubstummes Mädchen? Ja, dass das Jugendamt ihr wegnehmen will. Aber falls Sie es schaffen sollten, das zu verhindern, dann wäre sie zu Zugeständnissen bereit. Zugeständnisse? Ihr Wasserkraftwerk betreffend. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich, Treptow? Ja, Sie können in der Zwischenzeit dann schon mal nach diesem Brief vom Ministerium suchen, ja? Und in diesmal die Formulare richtig ausfüllen, ja? Jawohl, Herr Müller. Mach ich gerne, Herr Weller. Wird sofort erledigt, Herr Weller. Jawohl, Herr Weller, mache ich gerne, Herr Weller. Wird sofort erledigt, Herr Weller. Ja, Sie sollten zum Theater. Essen ist fertig. Kannst du bitte Hanna und die Kleine holen? Gleich. Oh nein, was will der denn schon wieder? Gott zum Gruß für die Damen.
Riecht das köstlich hier. Was lassen Sie denn gerade anbrennen? Oh mein Gott! Was wollen Sie? Ich möchte zu Schwester Hanna. Die ist bei den Hühnern. Aha. Und wo finde ich die Hühner? Im Garten, da hinten links. Immer dem Gegacker nach. Danke. Sitz. Ach, da kommt der Mann. Also, wenn ich meine Hand um deine Schulter lege, dann weinst du. Ja? Mhm. Ach, Herr Böller, danke, dass Sie es einrichten konnten. Hat der Herr Treptow Ihnen erzählt? Ja, hat er. Ja, ich meine, die Kleine ist ja ganz niedlich, aber ein Kleinkrimineller als Vater und Sie als Ersatzmutter. Wie stellen Sie sich das vor? Das Kind braucht eine richtige Familie. Ja. Was ist das? Das ist die Einwilligung des Vaters, dass sie bei uns bleiben kann. Pflegefamilie, bitte, steht ja da. Also wo ist das Problem? Ich meine, das Jugendamt sucht eine, das war's. Bitte, Herr Böller, ich bin die Einzige, die sich mit der Kleinen verständigen kann. Weit und breit, per Gebärdensprache. Sie müssen das den Behörden klar machen. Ja, es tut mir leid, aber in dem Fall sind mir die Hände gebunden, ich bin machtlos. Ach, ist ja gut, ist ja gut. Der böse Mann wird dich nicht mitnehmen. Nein? Böser Mann? Sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Aha. Bitte, helfen Sie ihr, ja? Aha, die Dame vom Jugendamt. Ja. Bürgermeister Wöller. Ja, hallo. Ja, was machen Sie denn hier? Ich? Ja, ich bin als Mann des Volkes immer da, ja, wenn ein Schäflein den Trost des Klosters sucht, nicht wahr? Aber das müssen Sie doch nicht. Für das kleine Mädchen sind ja wir, das Jugendamt, zuständig. Und die Rechtslage, was die weiteren Schritte betrifft, ist da eindeutig. Ja, und Sie wollen sie in ein Heim stecken, oder? Ach, doch nur so lange, bis wir eine Pflegefamilie gefunden haben. Und ich bin zuversichtlich, dass es sehr schnell geht. Ja, schnell, 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 ja. Damit in der Zeitung steht, dass wir ein kleines Kind, weiß Gott, wem anvertraut haben. Ja? Soll ich mal die Schlagzeilen runterbeten? Besser nicht. Ja, aber die Rechtslage, ich meine... Frau Strittmacher, ja, ich meine, gut, dass es Beamte gibt wie Sie. Verstehen Sie, da muss ich mir als Bürgermeister keine Sorgen machen. Verstehen Sie, ich will Sie nicht verlieren an irgendwelche Schlagzeilen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, weil irgendwann sind mir politisch die Hände gebunden. Ja, und was schlagen Sie vor? Ja, ich würde sagen, die Kleine bleibt vorläufig bei Schwester Hanna. Und wir beide suchen sorgfältig und in aller Ruhe eine Pflegefamilie, die vielleicht auch der Gebärdensprache mächtig ist. Nix, husch, husch. Ja, also gut, wenn Sie meinen. Ich meine. Gut, ich melde mich. Ja, danke. Wenn Sie verstanden haben, so macht man das. Das ist eine Frage der richtigen Argumente. Danke. Was? Sie bedanken sich bei mir? Ich bedanke mich bei Ihnen. Halleluja! Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ach so, du kannst aufhören mit Weinen. Ja, wie? Theater. Alles eine Frage der richtigen Argumente.